Jens Thomas mit dem doppelten Illuminaten-Dreieck aus der NF-Elite. Mit diesem Mann war ich bereits vor 7 Jahren in einem Clan und schon damals war er relativ gut. Die Frage ist, hat er über diese Zeit abgebaut oder ist er eventuell noch etwas stärker geworden? Decktechnisch hat er auf jeden Fall abgebaut, denn er hat zuvor noch eine Weile den elektronischen Riesen gespielt und nun muss ich dabei zusehen, wie er vermutlich Lavaon spielt. Das heißt, Thomas, werf mal den Feuerball drauf, zap, zap, zap. Das Minion macht natürlich einen Abflug in Richtung Turm und dieser Barbar ist noch dran. Wenn ich Prinz Thomas... Prinz Thomas, ich streiche mir meinen Bart, denn dieser Giant trifft mich hart. Das war, glaube ich, nicht so smart, mein Lieber. Ja? Mit was wird Prinz Thomas uns jetzt begeistern? Goethes Bild ist mal kurz rausgekommen.